Guten Tag, hat er gesagt. Wir wollen heute mal ein bisschen was anderes probieren. Oder ich, besser gesagt, bin ich mal schon gespannt. Ich habe Kleinigkeit vorbereitet. Da kommen wir auch bald hin und sehen uns dann, was ich mir da so. Naja, nicht mir selber. Ist jetzt nicht so irgendwas, bei dem ich mir sagen kann, okay, klar, das stammt jetzt aus meinen Hören. Das nicht, wenn diejenigen auch Denner kennen. Aber ich würde es trotzdem ausprobieren, weil das ist vielleicht für manche auch so eine lustige Art und Weise, der man irgendwas machen kann. So, den parken wir jetzt hier dahinter. Das ist ganz gut. Differentialsperre an. Ich weiß nicht, der wird es eh nicht übernehmen, aber die Hoffnung habe ich ja immer so ein bisschen, ne? Und dann können wir den nämlich hier dann gleich mitziehen und dann vielleicht auch ordentlich ankommen. Ohne nochmal umzukippen. Das wäre ja mal was. Das hätte auch ordentlich Gesicht. Aber ob das denn so kommt, weiß ich noch nicht. Ja, das hintere Fahrzeug ist natürlich dann alles so. Also, ich würde sagen, der ist bestimmt auf normalen Strecken, wo du ein bisschen Speed haben kannst, cool. Aber das ist auch so einer, der irgendwie sehr schnell umkippen mag. Was ich nicht so mag, aber er mag es halt. Bestimmt auch 10 bessere für die Strecke, keine Frage. Aber man würde ja auch alles mal so austesten und mal gucken, wie sich das anfühlt und was der so kann und was er nicht so kann. Weil persönlich die Erfahrungssätze, die man da macht, oder die ich denn da mache, finde ich auch enorm wichtig. Und das soll ja alles nicht so einfach sein. Und hat ja auch super funktioniert. Also ich muss sagen, das war irgendwie, für mich war das ein Gaudi gewesen. Ne? Ich finde, sowas gehört dazu und sowas passiert ja auch. Und jetzt so was wegzuschneiden oder so was, machen bestimmt viele. Wenn man nur die Highlights sehen will, ist man, glaube ich, eh auf meinem Kanal denn verkehrt. Bei mir ist immer das, wie passiert und mal ausprobieren und ein bisschen Kacke dabei. Und ja, und wenn wir halt mal so eine Fallobstfolge haben, dann ist das doch immer so. Ne? Ich nehme es so, wie es kommt. Aber ich probiere auch gerne was aus. So wie in der heutigen, ne? Eigentlich auch so wie in der letzten und der davor und ja. Sagt, das ist natürlich klar, dass man hier für den könnte zwei Mastodons einsetzen, ne? Für diese Sache und dann ist das sehr einfach und geritzt, ne? Und dann braucht man sich keinen Kopf machen. Aber das ist mir zu langweilig. Da hätte ich auch gar keinen Spaß dran. So, ich hoffe, der hinten kommt da auch gut vorbei, weil das sieht mir so aus, ob bammt der da ordentlich gegen, weil ich nicht weit außen genug gefahren bin. Ah, kommt vorbei, gut. Ja, und dann haben wir hier den schwierigen Weg bis zum Lager erstmal geschafft. Und dann kommen wir mal zum eigentlichen Highlight der Folge. Weiß ich nicht, ob es der Highlight ist, aber den eigentlichen Versuch dieser Folge. Und zwar machen wir das so, wie es der Svenny auch mal erklärt hat, wie er das so gerne macht. Ne? Das will ich auch mal dann selber ausprobieren, wie das denn so geht. Und zwar habe ich da vorne schon den 6605R hingestellt mit einem Anhänger und einem Holzkran. Und der hat einfach nur hinten einen Pritschenanhänger dran. Und da werden wir jetzt uns die Sachen hier entladen. Ich mache hier den schon mal ab, sonst kann ich dann später nicht so gut wenden. So. Und wenn es geht, am besten. So. Das müsste gehen. So, jetzt müssen wir auch Folgendes machen. Ich mache hier erstmal den folgenden und mache den entladen. Jetzt haben wir ja hier immer diese drei Baumstämme. Und jetzt versuche ich nämlich mit Folgendes. Der hinten, der kann da tuttern, das ist mir ziemlich egal. Machen wir einen Truckwechsel. So, nochmal, ich mache den hier, dann mache ich einen Truckwechsel, gehe in den hier rein. Der steht zwar ein bisschen schräg, aber das sollte eigentlich gar nicht so stören. An den hier. Und dann machen wir in den Kranmodus wechseln, Stützen raus, kein Problem. Hättet eigentlich auch ein bisschen besser hinstellen können, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch Wurst. Ne? So, mal gucken, ob wir das denn hier so gut hinkriegen, wie wir uns das denken hier.
Achso, da ist auch die falsche Taste, die ich immer drücke. Aber ist nicht perfekt, ne? So, cool. Und jetzt muss ich das mal irgendwie vielleicht eine Runde schneller hinkriegen oder sowas. Dann wäre der auch gar nicht so schlecht. Oh Mann, ey. Talentbolzen hier. Ich drücke auch die falsche Taste immer. Na, ob der richtig drin ist? Jetzt irgendwie schon, ne? Aha. Hat zwar komisch irgendwie gewirkt. Und ich weiß auch nicht. Ey, das war komisch. Ich drücke nur nach links, ne? Und er, guck mal, er zieht ihn raus. Einfach so nach draußen. Guck mal hier, ich drücke nur nach links. Ja. Komisch. Deswegen, ich denke mal, ich bin hier auf Knall oder sowas, ne? Aber. Ne, das war jetzt. Das war ich wirklich jetzt. Aber ich habe ihn. Da. Aber ist ja klar, dass das irgendwie irgend mal nicht so gehen sollte. Ja, weil der falsch rum ist. Wie viele Probleme hast du? Ja. So, die anderen mache ich mal schnell so. Schnell besonders, ne? Oh, ja, ihr wisst, was ich meine. Mal so einen kleinen Einschwenker. Man kann die auch versuchen, zu zweit zu nehmen. Und ich bin da gerade dabei. Ich hoffe bloß, dass das hier dann auch so funktioniert. Okay. Oh, voll schwierig irgendwie. Aber funktioniert. Cool. Ja, okay. Siehst du, kannst auch zwei auf einmal nehmen. So, das habe ich jetzt rein verfrachtet. Ich würde ihn aber auch jetzt hier so einfach stehen lassen. Jetzt müssen wir natürlich ihn hier nebenan. Erstmal auch wegfahren, ne? Frage ist, ob das hier mit diesem Achsenteil da auch sehr gut funktioniert oder nicht. Ja, weiß nicht, warum man jetzt so rum da möchte, aber wir nehmen es einfach mal so, wie es kommt. Versuchen hier irgendwie. Ich weiß, ich hätte den Anhänger auch wieder abmachen können, ne? Aber ich glaube, es geht auch so. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel.
Ja, mit der Winde den zu drehen ist natürlich dann wesentlich einfacher. Aber da sollten wir jetzt auch hier mit ein bisschen hin und her auch so hinkriegen. Letztendlich wollen wir den ja auch so dann wieder mitnehmen, nur ohne Anhänger, weil einer muss das Ganze ja auch ziehen. Und beziehungsweise müssen wir auch das wieder dann einladen mit den drei pro Dingens. Hätten natürlich auch so hinterherfahren können, aber müssen wir ja denn gar nicht, ne? Ein Anhängershop, wir sparen uns das Ganze mit den. Weil, ob ich einlade auf ein oder einlade, so ist ja eh immer das gleiche. Wir machen den kurz mal bergen und dann gehen wir, fahren wir hier wieder raus. Können wir uns mehr oder weniger schon da in Front setzen eigentlich, oder? Naja, wird ihn ja ziehen. Wenn es so gelingt. Also jetzt fernab von der ganzen Mission, die wir haben. Ne? Ob wir jetzt sagen, okay, das wäre jetzt auch schneller gegangen, wenn ich einfach gefahren wäre. Das ist jetzt alle Test. Ich würde es einfach ausprobieren. Tja, nehmen wir den hier. Der hat auch noch ein bisschen was voll. Und den einfach so schon mal schön daneben. Wir werden das genau gleich machen, ne? Mehr oder weniger. Guti. Dann können wir den einfach dann so lassen. Und dann geht es hier mit. Ja, kannst du so wechseln, wenn du das unbedingt willst, du Eierkopf. Kann ich gar nicht, ne? Warum nicht? Muss er noch entladen. Darf man ja immer nicht vergessen. Das sollte man tun. So, mal ein bisschen besser hingesetzt. Ne? Jetzt kommt der hier. Ne, erstmal in den Kranmodus. Und dann kommt er hier irgendwie vielleicht rangefahren. Wenn es reagiert. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir spaßeshalber das Ganze. Achso, den haben wir schon zu viel gedreht. Aha, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier aufspiele. Oh ja. Aber ich hätte die gerne wieder zu zweit eigentlich. Ohne dass die mir rausrutschen. Wenn sie mir rausrutschen, dann mehr jetzt so. Okay. Ja. Ah, ich bin dieses andere Spiel gewohnt, deswegen. Ah! Halt immer die falsche Tasse. Ich wollte den einen haben. Genau so. Und jetzt ein bisschen rüber. Oh, und der Feinler. Jo, sehr schön, sehr schön. Mal, wie ein richtiger Profi auf einmal hier. Was ist denn jetzt los? Ne, das war die falsche. Schon ein ganzer Profi.
Frage ist natürlich auch dann für nächstes Mal, ob wir die aufkriegen, ne? Ja, Reutereien, okay, die nächsten mache ich dann wieder so, ne? So, jetzt müsste ich eigentlich jetzt hier nur den zusammen machen und ein bisschen runter. Drüber schubsen, wenn es geht. Ah, ne, so viel. Ja. Jo. Sehr schön, hat gut funktioniert. Gut, ich mach den anderen ein bisschen weg und dann geht's gleich los hier auf der großen Fahrt, ne? So, mit denen hier ist ein bisschen anders. Der hat irgendwie einen anderen Weg gewählt. Oh, ich wollte aber... Ich wäre gerne so rechts da vorbeigefahren. Und jetzt schafft er doch. Sehr schön. Super. Ja, den bringen wir jetzt hier so weg. Hat ja auch so seinen Dienst ein bisschen gemacht. Der wackelt ja schon, ne? Merkt ihr das da? Der hat ja irgendwie so von der Dämpfung unten ist der irgendwie komisch. So ein bisschen wie der Royal, finde ich. Aber naja, gut. Wir machen, ach ne, folgendes. Das hier, Anhängershop. Können den jetzt verkaufen und dann können wir den nämlich auch bergen und dann ist das schon mal gut. Bergen, abstellen, alle gut. Ja, und dann geht's hier gleich los, ne? Zwar nicht mit denen, sondern mit denen hier müssen wir los. Ja, und jetzt haben wir ja eigentlich unsere eigentliche Lieferung. Und die wird ja mal richtig sportlich. Die Frage ist natürlich, ob wir das so sportlich auch hinkriegen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie komme ich denn hier nach oben? Das wird doch bestimmt von hier irgendwo einen Weg geben, ne? Aber von wo am besten? Ach, Heidewitzka. Ich glaube eher mal von hier, ne? Das heißt, den Weg müssen wir erstmal da fahren. Das heißt, bei der zweiten Brücke, okay. Na, das wird ja auf jeden Fall lustig. Kriegen wir davon eigentlich ein Bild hin? Jetzt sagen kann hier, pass mal auf. Genau, so. Okay. Kann ich hier den manuellen Foto machen? Ist eigentlich real. Nehmen wir das mal. Ich weiß nicht, ob es so eindrucksvoll ist, aber. Kann schon sein. So, und dann donnern wir hier diesen schönen, großen, langen Weg. Zweite Brücke denn. Dann müssen wir rechts irgendwie hoch. Das wird eben auch sehr interessant. Aber er fährt jetzt schon mal wesentlich schneller als. Also als die anderen beiden. Das fühlt sich auf jeden Fall anders an. Ich fand auch, war von der Pritsche, denn das alles auch richtig super wieder rauskriegen. Ne? Sauna, denn das ist eine zweite Sache. Aber das ist natürlich eigentlich auch so ein Trick, Sheet. Ja, eigentlich, ja, weiß ich nicht, ne? Aber du machst ja aus. Habe jetzt da nur ein paar Stämme bei, ne? Aus ganz, ganz vielen Stämmen nur 12. Eigentlich voll bekloppt, aber. Wenn jetzt so viele transportieren möchte, hat natürlich eine easy peasy Aufgabe hier. Ja, wir schieben uns ja gegenseitig. Auch was Schönes. Das sind in der Six einfach mal komplett Vollgas gibt. Aber jetzt können wir uns erstmal wieder ein bisschen lösen davon. Geschwindigkeit, aber der tiefe Schlamm.
Der war ein bisschen zu doll. Guck mal, an er da hinten. Ey, warum hoppt der denn so ran? Das muss man auch nicht verstehen, ne? Das Rangaupe. Ja, und diese Strecke ist einfach mal richtig ätzend. Bin ich denn eigentlich höher schon? Ja, war ich schon höher. Ja, irgendwie, das ist alles hier nicht so der Wahre, ne? Schlamm wird auch jedes Mal tiefer, hat man das Gefühl. Gut, ist ja nur die Stelle, ne? Ist ja dann gleich geschafft und dann geht es ja relativ ein bisschen schöner voran. Aber geil ist es ja wirklich nun nicht. Ich glaube, da hinten ist der richtige Hochgang. Also. Aber ich meine, mich zu erinnern. Ist eigentlich ein gutes Gespann. Ich glaube, da vorne, der zieht ordentlich. Der kleine Six hinten, der drückt dann mal, wenn der, ja, wenn es nötig wird, ne? Kann er ein bisschen nachhelfen. Aber die Flussüberfahrt wird relativ lustig. Nach der zweiten Brücke. Aber ich bete, dass da der richtige Weg ist, sonst ja, könnte schwierig werden, auf jeden Fall. Wäre jetzt nicht so cool. Na, jetzt drückt er von hinten da schon wieder gut. Und jetzt können wir uns lösen, super. Zum Wohle aller heißt das. Die Quest, die natürlich auch beinhaltet, dass wir sehr, sehr, sehr lange daran wieder sitzen werden. Aber ich muss auch sagen, wir haben bestimmt, da kriegen wir wieder unsere 20.000, 30.000, werden da wieder bestimmt drin sein. An Geld. Sehr verdiente Geld, die auf jeden Fall noch hinkommen. Und wenn das jetzt hier schon alles ein bisschen, ja, nicht krampfhaft ist, aber schon so ein bisschen an Kraft dauert. Achso, warum fahre ich denn da lang? Jetzt nehmen wir hier ganz neue Wege, ne? Sioni, ganz neue Wege auf einmal. Hättest du ja da fahren können. Nö, nee, warum denn hier? Nö, nee, fährst du einfach mal jetzt einen ganz beschissenen Weg. Soll ja spannend bleiben. Also hier kann man durchfahren. Ach, da sehe ich schon die Markierung. Okay. Hinten drückt uns einfach bis zum Ziel durch, ne? Ne, jetzt ist hier. Okay. Wette, wir sitzen hier auf dem Stein, so komisch wie er ist.
Ja, der Tiger jetzt natürlich auch selber hier. Verkackeiert. Ja, ich will den schon absichtlich da vorne schieben, ne? Nicht, dass ihr denkt so, hä, was macht ihr denn da? Den wollte ich schon vorwärts. Ne, Quatsch. Damit wir hier dann ja wahrscheinlich gut rauskommen. Was wir denn Gott sei Dank auch schaffen. Meine Güte, ey. Lieber ja Gesangsverein. Einmal mit Profis. Ja, aber da kann man sehen, das schafft man schon. Man sollte jetzt nicht den beschissenen Weg nehmen, wie ich es gemacht habe. Andersrum wären wir schon dreimal durch, glaube ich, aber. Ist erstmal egal. Sag mal, das nächste große Hindernis haben wir jetzt ja auch hier, ne? So, das ist ja natürlich auch der Nachteil. Ich könnte jetzt da oben. Das ist ja nur Lachsberg, ne? Ich muss ja hier denn wirklich schon alle haben. Und dass ich da hinten hinfahre. Also ich muss ja wirklich denn da mit beiden rüber. So, und das ist ja dann, ja, von hier aus müssen wir rüber. Und das Ganze in der nächsten Folge. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob das vielleicht gar nicht so geil war oder sowas. Ne? Vielleicht sollte ich mir auch jetzt ein anderes Fahrzeug noch holen und dann da einfach zwei aufladen und dann den Weg machen oder hier zumindest mal erstmal abstellen. Das wäre ja jetzt auch noch eine Möglichkeit, als mit den zwei Trucks dahin zu fahren. Aber wir sind, glaube ich, hier, was den Transport angeht, schon ein wenig schneller als sonst so, ne? Ja, eigentlich müssen wir ja nicht, ne? Ich habe ja hier, wie ich den hier habe. Achso, jetzt können wir ja eh nicht mehr. Ich hätte so den gleich wechseln, ausmachen können, den Motor. Ja, wie gesagt, das wäre eben auch noch so eine Variante. Ne, hier einen abstellen und dann mit einem Fahrzeug nur nach oben fahren. Aber da müssen wir uns mal Gedanken machen. Ich auch zu morgen früh, ne? Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restprogramm des heutigen Tages und einen gemächlichen. Kommt gut rein und bis dann. Ciao.